Hallo und herzlich willkommen, ich bin euer Mr. Venom 1974. Wir sind wieder bei, oder wir sind immer noch bei Fimbleweed Park. So, jetzt gucken wir mal, wie wir hier in diesen tollen Bunker kommen. Ich nehme jetzt mal einfach einen der Agenten. So, mal gucken, was da ist. Mal gucken, ob das besser ist. Da müssen wir mit Sicherheit rein. Und dann müssen wir wieder ein bisschen gucken, wie wir jetzt hier mal wieder unser lustiges Fingerabdruckset zusammenbauen. Das ist auch so ein Running Gag. Aber mal gucken. Wir sind ja gut vorbereitet, dass wir das alles so hinkriegen. Wir können ja mal so schreiben, was ihr tippt, wie lang das ist. 5 oder 6 Folgen? Wir haben mal so geguckt. Also wir sind schon sehr, sehr weit. Hey, you're not welcome here. No feds allowed. No amscrape, pig. Oh yeah? Well, we'll be back with a warrant. Super. Okay, also dann brauche ich sie auch nicht holen. Was ist denn mit ihm? Wenn keine Agenten, dann sind die beiden ja raus. Mal gucken. Wie sieht's denn mit dir aus? Mit dem Geist geht ja nicht. Auf jeden Fall wisst ihr nie wie. So, geh mal rein. Und gucken mal, was passiert. Wir sind so gespannt. Wie ein Flitzebogen. Oder wenn ein Schnitzel, wenn es blitzt. Oder... Ich glaube, desto öfter ich diese Szene sehe, desto blöder werden meine Witze, glaube ich. Ransom, welcome to our important meeting. We were waiting for you. And don't forget to take your goodie bag before leaving. Nee, werde ich nicht. Aber gut, der darf. Thanks for coming. Stay vigilant. What is this place? It's our secret bunker. Brett built it so we can finally be safe from the government and their high-frequency mind control waves. They only work above ground. Natürlich. You know, you're crazy, right? You just think that because you've been on the surface too long, dude. If you stay down here and let the effects of the signals wear off, you'll realize how much sense this all makes. Or you could wrap your head in tinfoil and protect your brain. You! I ain't ruining my clown fro for some conspiracy nut job. Do you really believe this conspiracy crap? I trust my brother. Brett is like the smartest guy I know, and he explained everything to me. Like how mucus phlegm secretly makes games that deny us free will, and CDs are a government conspiracy to prevent us from playing songs backwards and picking up their coded messages. Your brother's a loon, kid. Are you even a pizza guy? It's just a cover, so I can go find new recruits without drawing the eye of the man. It's like Brett always tells me, you got to blend in. Oh, and a giant slice of talking pizza totally blends in here in a town that doesn't have a pizza joint, right? Exactly. Hide in plain sight. Idiot. Why a pizza costume? Why not something less conspicuous? Like a clown costume? Duh. Like I'd go above ground without protection from the signals, you gomer. My whole pizza suit is lined with foil. Oh yeah, you're wearing a foil-lined pizza costume, and I'm the gomer, moron. How many morons have you recruited so far? I got quite a few of the town folk on board now. We got the Pigeon Sisters, George the Postman, Carney Joe, DJ Cassie. We're growing, but we still gotta keep it on the down low. I can't have the sheriff getting suspicious and trying to shut us down. Good thing there ain't anything suspicious about you, face.
I think I left my hot plate on. Gotta run. What a waste of time. Don't forget to take a goodie bag. Ja, für das Goodie Bag machen wir natürlich alles. We're starting the meeting now. Please, gather round. Bin ja mal gespannt. Hello all, thank you for coming to this very important informational meeting. I'm Brett Lockdown, and that's my brother Chet guarding the elevator. Hiya. First, I have to ask, any feds here? No way. All right then, let's begin. Have you heard the signals? The government is controlling your mind. They are taking away your free choice. We are becoming mindless sheep with no control over our destiny. Fight back. Are you with us? Yeah. Yeah. Yes, I'm with you. Yeah. That's all for now. Stay vigilant. And don't forget to take a goodie bag before you leave. No shoving! Out of the way! Out of the way! No pushing! Watch it! Watch it! No pushing! Ja, ja, ist gut. Watch no pushing, it. No pinching! No shoving! How thoughtful! What the f*** is this? How thoughtful! Treats! Was denn drin? It's pretty heavy. It's a brick wrapped in aluminum foil. Hard to unwrap. It's a sheet of aluminum foil. Looks like a strange floppy disk. It says Silbury Hacker Boot Disk on the label. It's a brick of C4 explosive. Better be very careful with this. Oh ja. Oh ja. So, das heißt, das haben wir hier. Ist hier noch irgendwas, was wir angucken können? Vermutlich nicht, ne? Naja. Ein zweites können wir garantiert nicht mehr nehmen. I already got one. War klar. Ja. Dann würde ich sagen, erzählst du was Neues? Thanks for coming. Stay vigilant. I think I left my hot plate on. Gotta run. What a waste of time. Don't forget to take a goodie bag. I already got one. So, dann würde ich sagen, dann basteln wir uns erstmal das Set zusammen. So, wir brauchen wieder Ruß, das weiß ich, wo es das gibt. Nämlich hier. Ach, ich kann ja nicht rein, ne? 5858. Where have I heard that address before? Jetzt kann ich doch rein? Okay, gut. All right, there. You can come in. Been remodeling with me shiny zinc shovel. Lots of holes around. I have no idea what you just said. Sie wieder raus? Okay then. I'll be back. Ah. Okay, gut. Dann musst du eben nach Hause und eben mal eben Ruß holen. Gucken, ob das einfach so ist, wie ich mir das vorstelle. Great. Now I'm carrying around a handful of black soot. Tja, was soll man denn machen? Wäre ja alles viel einfacher, aber... Dig in! Kommen wir ja nicht rein. So. Einmal ein bisschen Ruß für dich. Ray, du kriegst Spaß. Like I don't have enough to carry already. So. It's a fine black powder. Plenty of powder now. So, was hat das mit dem noch? I'll keep it outside of the kit. Okay, gut. So, dann musst du jetzt zur Factory. Nein. Da, zur Factory. Aha, dann komme ich kommt wieder Staub. Er hatte mir auch, glaube ich, noch andere Tipps geschrieben. Da bin ich ganz ehrlich, da werde ich auch nochmal drauf achten.
Auch wegen Pflanze und sonstiges, das werde ich mir nochmal angucken. Und dann könnte nochmal, wenn ich irgendwie tatsächlich durch bin, nochmal sagen, was ich vergessen habe oder so. Dann gucke ich nochmal, ob man das irgendwie hinkriegen kann. So. Dann wollen wir mal. Nutze das mit dem. I'd have to pick it up first. Dann nimm das. I don't think this glass has been washed. So. There's definitely a clear fingerprint here. So, den haben wir. So. Das heißt, jetzt muss eigentlich nur noch. Du kannst ja eben auch schon mal zur Factory. Dann gleich die Diskette abgeben. Ja, auch mal rein. So, und dafür brauchen wir natürlich die Loris. Das ist die einzige, die das mit Sicherheit kann. Was ja logisch ist. So. Dann haben wir das tatsächlich. Und dann gucken wir mal, was wir mit dem komischen Kackrechner da machen können. So. Einmal. Looks like a strange floppy disk. It says Silbury Hacker Boot Disk on the label. Thanks. So, du kannst bestimmt was damit anfangen. Looks like a strange floppy disk. It says Silbury Hacker Boot Disk on the label. It's booting up. Dolores, I feared you would come. Uncle Chuck? Where are you? I have uploaded myself into the Pillow Factory's master computer. Pillowtron? You uploaded yourself to Pillowtron? Not just the Pillowtron, but the Pillowtron 3000 TM. And I am now more intelligent and powerful than anyone in the world. The things I know would blow your mind. This is your mind. This is your mind blown. And there is nothing you can do to stop me. The computerized world will bend to my every will. Uncle Chuck, you have lost your mind. No, Dolores, I have gained a mind. A more powerful mind. A mind linked to the fabric of creation. Join me, Dolores, before it's too late. I will not join you, Uncle Chuck. I will find you and stop this insane plan of yours. Let the games begin. Okay. Das ist bestimmt nicht gut. Bestimmt nicht gut. Was steht da? Finde heraus, was mit dem Dad passiert ist. Ja. Ja. Dann würde ich sagen, gucken wir mal, ob wir da noch irgendwas bei ihm machen können. Diggin! Ah, Mist. Er ist zurück. Zurück. Ich brauche den Fingerabdruck. Thank you. So. Ich denke, den brauchen wir mit Sicherheit. Wenn ich mich noch richtig dran erinnere. Vielleicht kommen wir jetzt damit an den Safe. Hi, Doug. What are you digging? All right, Dolores. I'm just digging stuff in the entryway. Mostly holes. But then I buries them again, all neat and tidy. Okay, Doug. You're doing a good job. Ta, Dolores! Mal in sein Büro. Ja, waren wir noch nie weit genug. So. It's a fingerprint reader to open the safe. It only works for Uncle Chuck. That worked. There's something inside. It's a small black book. That doesn't seem to work. Nimm's doch mit. Oh! Chuck's Password, Top Secret, CompuServe, Comp 123, Prodigy, Secret 2, Resource, Chuck 2CH,
Office Computer HU96N4DGDY9X Genie Password 123 Quantum Link QL123QL Habitat CHPNRNDI BBS Games 1 Shark 1 BBS News 2 Shark 2 BS denkt dir bessere Passwörter aus, ja. Egal, das ist doch schon mal putzig. So. Tja. Kann ich da jetzt irgendwas an dem Computer noch machen? Das ist mal eine große Frage. Ja, da haben wir es doch. So. Letzter Logging vor 8 Tagen von Terminal 1. Verzeichnis, Fabrikstatus, Tic-Tac-Toe, Adventure. Sollen wir mal Tic-Tac-Toe machen, komm. Gut. So, mittlere Reihe, rechte Spalte. Pilotron in Betrieb. Haupttor geöffnet. SR01 Warenwartungsmodus. Fabrikmaschinen in Betrieb. Bürotür aufgesperrt. Roboterhalle tödlich. Laserhalle tödlich. Pilotron 3000 Temp. Kalt. Okay, das sind die ganzen Routes. Okay. Willkommen bei Colossal Dungeon Cave Quest. Geschrieben und programmiert von Ron Gilbert, Copyright 1981, Mods von Chuck Edmund. Du erwachst in einem dunklen, klammen Raum. Der Fußboden ist harter Stein. Schwaches Licht kommt von Westen. Ja, dann gehen wir nach Westen. Du stehst in einem langen Steinkorridor nach Ost und West. Es riecht nach Tod. Ja, Westen. Du stehst in einem großen Raum. Ein Lichtstrahl kommt aus der Decke. Im Norden hörst du einen Fluss. Der Pfad endet in einer Sackgasse. Es gibt keinen Ausgang, außer nach Süden. An den Mauern und seltsame Höhlenmalereien. Dies sind seltsame Zeichnungen, die Menschen zeigen, die in Panik vor Robotern fliehen. Andere Menschen steuern die Roboter mit Joysticks und lachen dabei. Okay. Oh, da waren wir schon. Nur nach Westen. Aber das ist irgendwie. Das ist eine Sackgasse. Warte mal. Warte mal, wer hat denn hat. Hast du das Lösungsbuch? Ja, dann gib doch mal eben kurz Dolores das Lösungsbuch. Thank you. Vielleicht können wir das auch gar nicht so gewinnen. Text-Adventure-Legende Ron Gilbert wird zitiert als Text-Adventures bleiben die Zukunft, das mit der Grafik wird, will bald keiner mehr haben. Wenn sie eine kolossale Dungeon-Höhle betreten, resultiert der Weg nach Osten in sofortigen Tod. Gehen sie nach Westen und schauen sie sich um. Es gibt nicht viel, um zu sehen, aber sie können was Wichtiges finden. Die Designer haben hier angeblich etwas versteckt. Vielleicht nur ein roter Hering. Also, Red Herring, also, ne, halt nur ein Gag. Also, irgendwas, was nichts bringt. Man sagt, glaube ich, so schön,
halt ein Irrweg oder so, oder beziehungsweise etwas, was einen auf den falschen Weg lenkt. Scooby-Fans kennen das. Da gab es dann tatsächlich in irgendeiner Cartoon-Serie auch tatsächlich jemanden, der Red Herring hieß. Der war dann immer der Beschuldigte, aber natürlich war das nie. Gehen Sie weiter nach Westen und Sie finden sich in einem Raum mit einem Lichtstrahl wieder. Viele haben sich gefragt, was dieses Licht wohl mit der Story des Spiels zu tun haben könnte. Warnung, falls Sie in der Kammer mit den Robotern stehen, kann das geheime Debug-Kommando Pitscum das Spiel und damit den ganzen Computer zum Absturz und Reboot bringen. Na hallo. Ja. Da machen wir das doch mal. Das ist bestimmt eine blöde Idee, was ich jetzt tue, aber... Also Westen. Nochmal Westen. Norden. Ja, und jetzt zaubern. Ach, das war gar nicht Pitscum, sondern Fitscum? Fitscum? Okay. Rebooting. Adlib-Treiber, iMensis, alles ganz schön. Das ist Nostalgie. I wanna be here too, please! I think we're locked in here now. Super. Yeah, we're screwed. Fools! You are trapped in the factory with no possible escape. My intellect now spans millions of tubes and is no match for your little brains. This is the last chance to join me before I destroy you all. Shall we take a vote? All in favor of joining Uncle Chuck inside the magical mind of the Pillotron 3000 TM and ruling the world with him, say aye. Very well. All in favor of being crushed by robot claws and burned by lasers and remaining pathetic mortals, say aye. 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 Abstain. So be it. Let no one say I don't support a strong democracy and the will of the people. You will now all die. Super. Ist bestimmt geil. Okay, dann würde ich sagen, ist hier eine wunderbare Gelegenheit, einen Cut zu setzen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder und dann versuchen wir mal hier rauszukommen. Ich glaube aber, jetzt nähern wir uns wirklich langsam dem Ende. Aber ich bin mal gespannt, was da hinter dem ganzen Ding steht. Das ist nicht gut, ne? Na, alles kaputt geht. Egal, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ich bin euer Mr. Venom 1974. Bleibt dran. Bis dann. Ciao.